oder was wir da gerade erforscht haben. Ich bin natürlich komplett ohne Plan. Wie könnte es auch anders sein? Leichte Rüstung, schwere Rüstung, Modular. Ah, Rechtsklick auf die Rüstung. Okay, und was haben wir jetzt gerade erforscht? Rüstung, ne? Ah, Exoskelett. Ach, da brauchen wir blaue Prozessoren, okay. Ah, okay, und die könnte man dann hier reinstopfen, damit wir schneller laufen können. Da wären wir ja Batterien und Zeug. Solarpaneele. Haben schon einen Roboterhanger. Okay, und die blauen Schaltkreise. Schwefelsäure, grün und rot. Was macht denn hier Schwefelsäure für die Batterien, schätze ich, ne? Ja. Säure, damit machen wir Batterien, das hätten wir. Dann brauchen wir Schmiermittel, da brauchen wir eine Chemiefabrik und Schweröl. Okay. Machen wir davon schon irgendwas in unserer Anlage unten? Ich weiß nicht mal, wo das. Ach so, Schwefel wird's her. Gemacht, der kommt hier rein, stimmt. Ich weiß, wir haben da unten noch irgendwo anderes Zeug. Das müssten wir ja auch mal fertig abreißen. Hier runter müssen wir zu unserem Öllager kommen. Richtig. Hier machen wir aus Rohöl machen wir hier Flüssiggas. Damit machen wir Schwefel hier, ne? Ja. Okay. Und hier machen wir Plastik. Ah ja. Okay, und hier transportieren wir das Öl hoch. Es tut mir jetzt gerade ein wenig leid, ne? Dass ich gerade keinen Plan habe. Für euch ist die letzte Folge erst kurz her, ne? Wo füllen wir denn das Öl ab? Nirgends. Das benutzen wir doch irgendwo, oder? Das Öl aus dem Öltanker. Oil Drop-Off, bitte. Nochmal runter. Moment. Achso, hier ist es. Ja. Wir transportieren das Öl vom Lager hier hoch. Ah ja, irgendwo haben wir auch Clip-Sprengstoff. Wo haben wir denn den automatisiert? Hier, ne? Ne, hier ist der normale Sprengstoff. Ach so, dann stellen wir es selber im Inventar her. Okay, okay. Es fehlt uns Kohle, alles klar. Dann sprengen wir hier ein wenig was weg. Ich überlege gerade, wo wir
machen wir Plastik. Ne? Wir müssen irgendwo noch das andere, die andere Ölverarbeitung bringen. Wie wäre das? Rechtsklick, Linksklick? C war schießen. Halleluja. Bedienung. Das wird doch hier sein. Drehen, Blaupause. Auf Gegner schießen wäre Leertaste. Sprengstoff zum Verwenden. Wurfgeschoss, ja schon klar, aber Blägen, C, nächste Waffe. Vergrößern, verkleinern. Blaupausen haben wir nicht. Werkzeugfenster. Charakter ist F2 übrigens. Na komm, ich kann so blöd, kann ich ja gar nicht sein, das gibt's ja nicht. Das glaubt mir ja keiner. Jetzt ist es soweit. TNT. Cliff Explosives, ja. Just like grenades, ja, ich weiß. Ich weiß nicht mehr, wie man Granaten wirft. Ach du Schande. Das glaubt mir keiner. Ach, weil das keine Klippen sind, ich bin auch selten intelligent.
Das sind einfach nur Steine, ne? Kein Wunder, dass man die nicht... Ja. Die können nichts in die Luft springen, was nicht in die Luft gesprengt werden kann. Erfolgreich Lebenszeit gewastet. Gut. Das Öl können wir hier unten weiter verlegen. Was wollen wir denn machen eigentlich jetzt? Nochmal auf Anfang. Wir stellen irgendwie Batterien her. Wir brauchen Schmiermittel auch. Dafür brauchen wir Schweröl. Und Schweröl bekommen wir, glaube ich, aus der erweiterten Ölverarbeitung. Die Frage ist, ob man die eventuell umstellen, die Kollegen, die wir hier in Arbeit haben. Wasser und Rohöl macht Schweröl. Und Plastik ist aber mit Flüssiggas. Mit Schweröl können wir aber Leichtöl machen und mit Leichtöl können wir Flüssiggas machen. Das Schweröl brauchen wir für das Schmiermittel. Okay. Wie schauen wir denn hier eigentlich aus? Okay, jetzt sind wir noch gut aufgestellt, glaube ich. Was ist mit dem Kollegen hier eigentlich? Entschuldigung. Okay, das Schweröl brauchen wir, das Flüssiggas brauchen wir auch. Wir hätten ja hier Wasser. Okay. Die Kollegen stellen wir jetzt mal um. So. Da braucht man aber dann einen Zwischenschritt fürs Flüssiggas. Vielleicht habe ich ja deswegen schon so viel Abstand gelassen. Ich glaube es zwar nicht, aber möglich wäre es. Ja. Das geht natürlich nicht. Okay, damit haben wir Schwer- und Leichtöl hier im Laufen. Und Wissenschaftspaket haben wir ein neues, okay. Leichtöl in der Chemiefabrik. Haben wir zufällig noch Chemiefabriken hier? Nein, aber gleich haben wir eine. Ach, da kommt Flüssiggas auch raus. Okay. Und das Schweröl und das Leichtöl.
Ich überlege gerade, was wir am einfachsten mit dem Leichtöl machen können. Außer auch Flüssiggas machen, dass uns dann alles voll anfällt, wenn wir nur das Schweröl brauchen. Können wir mit dem Leichtöl... Leichtöl können wir eigentlich Brennstoff machen. Ja, ist halt auch nicht ideal. Damit könnten wir aber zum Beispiel die Züge beliefern statt mit der Kohle. Aber das wird halt absolut gar nicht ins Gewicht fallen. Ne? Oh, wir haben alle Forschungen fertig. Was haben wir denn alles, was wir produzieren? Ich glaube, wir haben schon alle Forschungsdinger, oder? Also alle, die wir gerade brauchen. Letzte gleich waren die blauen, die wir angeschlossen haben, ne? Jep, jep. Robotergeschwindigkeit, Tempomodule, Effizienz, Lasertechnik. Bremskraft. Das macht Sinn. Stromnetze macht Sinn. Greifarme. Raketenbrennstoff. Bergbauproduktivität. Okay, ich glaube, wir forschen einfach von oben nach unten durch oder so. Forschung umstellen können wir immer. Leichtöl. Wir könnten natürlich Brennstoff draus machen und das dann einfach direkt verarbeiten. Ah, hier sind wir schon richtig. Festbrennstoff draus und dann einfach in Strom umwandeln. Ne? Oder wir schicken es wirklich mit einem Zug da nach oben. Lass mich mal raufschauen. Und heizen das hier rein. Ne? Die Kohle läuft ja hier. Herum. Wir haben nur keinen Platz mehr für Haltestellen. Ach ja. Storage Loading. Wo fährt denn der Zug hin? Ach, fürs Plastik bringt er das runter. Okay. Dann würde man die Kohle nämlich besser sparen für das Zeug, für das wir es brauchen. Wir könnten sagen, okay, wenn es keinen Festbrennstoff gibt, dann nimm die Kohle, sonst
nehme keine Kohle. Es müsste mit den Splittern gehen, ne? Ja, gut. Haben wir schon? Nee. Den Kollegen abreißen. Weiter? Natürlich nicht. Beinahe. Ja, komm. Ich will gar nichts hören. So. Ja, genau. Dann, was ist denn das für ein Signal? Ein Kettensignal. Okay. Ja, doch, macht schon Sinn, dass wir hier auch eins haben. Und je nachdem, wo er hinfährt, kann er reinfahren. Okay. Wir haben keinen Star. Schön gewesen, vorsichtig hier, ne? Dass wir eben noch das Eisen loswerden, was wir hier aufgeklappt haben. Danke. Dann haben wir hier eine Stahlkiste, sehr schön. Zwei Kisten. Eine Gleisanlage. Haben wir zufällig noch einen Zug? Anscheinend nicht. Macht nichts. Können wir craften. Und dann bist du hier fest Brennstoff. Drop off, genau. Das hört sich mal nicht verkehrt an. Was haben wir denn da für Kisten, Eisenkisten? Ich mache hier aber Stahlkisten.
bla. Waggon wieder hingestellt, so. So hat man das, dann müssten die Kisten fertig sein, sehr schön. Von den Kisten geht es natürlich auch wieder raus. Bevorzuge Eingang rechts. Da kommt der Festbrennstoff rein, hier kommt die Kohle rein. So. Bleibt natürlich vorerst Kohle, solange wir hier nichts hochgeliefert haben, ganz logisch. Das ist noch egal, soweit sind wir noch nicht. Der Kollege hier oben, okay. Dann hätten wir natürlich schon ein paar Chemiefabriken produzieren können. Eine haben wir sogar, was fehlt uns denn eigentlich schon wieder? Eisen, den wir brauchen. Dann holen wir eben mal welches. Bevor wir runtergehen, wie schauen wir kupfermäßig aus? Ja, brauchen wir definitiv auch. Gut, dann wieder runter. Unseren Ölanlagen hier. Was braucht man denn für den Schwerstoff zum... Nur eine Chemiefabrik, ne? Und sonst nichts. Okidoki, das heißt... Wo sind denn die Chemiefabriken? Gesehen habe ich sie schon. Hallo, Chemiefabrik? Hab's auch. Hier. Lass mal eben überlegen. Wir müssen ja... das Zeug rausbringen und das Öl irgendwo rüber. Natürlich keine Rohre. Äh.